Gut, ich habe eine Aufgabe für euch. Und zwar mache diesmal nicht ich das Interview, sondern ihr dürft euch gegenseitig interviewen. Wow. Also, ich fange mal an. Also Philipp, wir sind jetzt... Soll ich Bucky sagen oder Ficho? Ist egal. Also Bucky. Ja, wenn man um dich herum ist, hören viele Spieler, wenn sie dich rufen und sie Bucky sagen. Woher kommt das? Boah, eigentlich noch von der Luzern-Seite. Das ist einfach ja, so ein Spitzname, den ich für Kollegen habe, den ich gerne habe. Auf dem Platz und ja, eigentlich nichts Spezielles, aber ja, kommst so ein bisschen vom Serbischen. Brette, Bucky, eigentlich von dem, ja. Sehr gut, also wenn ihr vom Philipp Bucky gehört, heisst es dort auch gerne, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was ist so dein erste Fazit von diesen paar Tagen? Gute Trainingseinheiten, aber auch viel Spass, wenn es gut zusammen positiv bis jetzt. Wir finden da sehr gute Bedingungen vor. Wir haben das Meer hinter uns, schönes Klima. Was ist das, was dir bis jetzt am besten gefällt am Hotel? Der Trainingsplatz, wenn ich ehrlich bin. Der Trainingsplatz und das Wetter. Ja, mir geht gerade anders in so eine Trainingswoche rein. Bei so einem schönen Wetter. Die Stimmung ist top und von dem her passt alles. Sehr cool. Wir sind hier im Süden von Spanien. Wie sieht es mit dem Spanisch aus? Kannst du uns da eine kleine Kostprobe geben? Está muy bien. Muy bien, okay. Und was, wenn du etwas müsstest zu essen bestellen, was würdest du sagen? Schwierig. Fasten. Gut. Bucky, wir sind jetzt schon ein paar Tage hier in Estepona. Kannst du mal so einen Tagesablauf beschreiben? Ja, also wir stehen am Morgen alle mehr oder weniger gleichzeitig am Buffet. Wir treffen uns auf die Viertel ab 8 Uhr zum Morgen. Und ja, tun da sicher den Tag mit einem mit einer guten Mahlzeit starten, weil wir wissen, dass strenge Trainings vor uns sind. Dann gibt es eine kurze Zeit, bevor wir auf den Trainingsplatz laufen, wo jeder noch seine Vorbereitungen macht. Ein paar müssen Tapes machen bei den Physios. Andere brauchen noch mal einen Moment nach dem Morgenessen, um ein bisschen ruhen. Und dann laufen wir los. Der Weg ist ca. 10 Minuten vom Hotel. Dann sind wir auf dem Trainingsplatz, wo ein grosser Anbau hat, wo ein Kraftraum ist mit einer Kunstrasen drin, wo wir mehr oder weniger alles finden, was wir brauchen. Dort, findet eine individuelle Vorbereitung statt aufs Training. Jeder hat so ein sein Programm, macht das, was er braucht. Und dann haben wir die erste Trainingseinheit. Nach dieser strengen Einheit ist natürlich die Devise wieder die Regeneration. Das heisst, wir kommen zurück ins Hotel, haben noch mal eine Stunde Zeit vor dem Mittagessen, um uns vielleicht ein erholen, zum duschen, ein paar dann noch ein ausfahren auf dem Velo oder stretchen. Dann das Mittagessen. Und nach dem Mittagessen, glaube ich, auch viele einfach auch Zeit nutzen, um vielleicht ein bisschen schlafen. Ein kleines Siesta machen, wenn wir schon in Spanien sind, dann machen wir es richtig. Und am Nachmittag dann eine zweite Einheit, entweder nur im Kraftturm oder nochmal auf dem Platz. Und auch nach dem Training heisst es dann Regeneration. Viele werden dann auch die Physios aufsuchen und sich behandeln lassen, je nachdem, was für Bobolis es gerade anstehen. Dann ein Nachtessen. Und was ich schön finde, ist, dass dann ein sehr grosser Teil der Mannschaft nochmal Zeit zusammen verbringt und vielleicht ein Spiel macht. Wir haben einen Spezialisten, Christian Fasnacht, der sehr viele Brettspiele mitnimmt. Und da tun wir uns Zeit mit dem zu tot schlagen. Und ja, irgendwann ist dann die Bettruhe. Dann macht er sicher nochmal ein bisschen sein Ding in den eigenen vier Wänden. Und ja, irgendwann kann es dann schlafen. Eine sackstarke Antwort, eh? Wow. Oh. Es geht ja weiter. Also ist eigentlich genau das, was ich... Loris, dein Lieblingsbrettspiel? Ja, ich bin ein grosser Fan von Brandy Dog. Einfach, weil es sehr kompetitiv ist. Es ist sehr... es ist viel Feuer drin, weil keiner will sich geschlagen geben. Und man schafft in Teams, das finde ich auch sehr gut. Und was ich auch sehr gerne habe, sind so Brettspiele oder allgemein Gruppenspiele, wo man sich überlegen muss. Man heisst Codenames, wo wir ja 4 gegen 4 spielen und da kommen auch sehr viele spezielle Charaktereigenschaften von den einzelnen Spielern, oder? Weil man Zusammenhänge muss sehen und verstehen. Gewisse haben Zusammenhänge wie Vorhänge, andere können es ein bisschen besser. Und darum ist das sicher etwas, wo sehr aufschlussreich ist, um den Mitspieler ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt gerne einen Satz zum Abschluss auf Spanisch. Bueno, muchas gracias por haber escuchado a Philipp y a Loris aquí en Estepona. Tenemos muchas ganas de empezar la temporada y doy de vuelta al estudio en Berna. Muchas gracias.
Hahaha.